So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr seht richtig, das nächste Magazin, nämlich das Boom Magazin Nummer 2, 2019 für 3,99 Euro, also rund 4 Euro. Eigentlich mache ich immer Zeitschriften, wenn limitierte Karten drin sind oder sonst was. Und hier ist nichts Besonderes, gebe ich zu. Wie gesagt, Boom Magazin Nummer 2 für 4 Euro. Was gibt es dabei? Ein Booster-Tütchen der brandneuen aktuellen UEFA Euro 2020 Booster sind dabei. Und ein Plastikschwert. Ninjago steht drauf. Aber wie ihr das findet, schreibt ihr mir natürlich jetzt alles in die Kommentare. Also wie gesagt, das Boom-Magazin, ein Plastik Ninjago-Schwert mit Aufkleber und ein Booster-Tütchen der Euro 2020. Das Ganze für 4 Euro. Wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig, wie ihr das findet. Aber jetzt, bevor wir das Booster-Tütchen öffnen, blättern wir natürlich auch mal in das Boom-Magazin drin rum. Aber ich habe es ja schon öfters angeboxt, wenn was Interessantes ist. So, oh, Boom-Up. Update, Pokémon. Ah, so, es geht ja um Spiele, Merchandising und. Kinofilm. Ja, Pokémon als Kinofilm. Spiele, das Magazin ist an sich nicht schlecht. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber eben, so, es kommt immer darauf an, welche Extras dabei sind. Aber wie gesagt, das ist alles nur meine Meinung. Kreuzrätselspaß. Dann haben wir hier Poster. Ah, Pikachu, der neue Kinofilm. Und Yoshi, das Spiel als Poster. Dann das Plastikschwert, was dabei ist. Dann geht es natürlich weiter. Spiel, oh, Fortnite, Dragons, Merchandising. Wie teuer, was? 10 Euro, 80 Euro, 40 Euro. Das Lego ja einen gewissen Preis hat, das wissen wir ja. Dann natürlich weiter. Und jetzt kommen wir zu der letzten Seite hin, müssten wir. Was ist nächste Mal drin? Und auf jeden Fall ein Schwert. Und ein Booster-Tütchen, Magnet. Wird also wieder kein Unboxing von das nächste Boom-Magazin wahrscheinlich geben. Aber nichtsdestotrotz öffnen wir jetzt natürlich auch die brandneuen und aktuellen Euro 2020 Booster. Und ja, ich habe sie schon angeboxt. Eine Tindose war das. Aber jetzt eben mal ein Booster-Tütchen. Und ich muss auch sagen, die Serie an sich, naja, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ob es mir gefällt, ob ich sie sofort akut sammle oder auch erst später im Nachhinein meine Sammelmappe voll mache. Aber wie gesagt, ihr schreibt mir natürlich jetzt eure Meinung. Wie findet ihr die Serie? Was haltet ihr davon? Und. Und natürlich auch, wenn ihr sie sammelt, wie viel ihr davon schon habt. Also ich bin ehrlich, ich bin noch kein Freund von auf dem Weg nach Euro 2020. Aber das waren sie jetzt mal wieder. Wo findet ihr so ein Booster-Tütchen? In der Boom-Zeitschrift. Dazu gibt es noch ein Plastik-Ninjago-Schwert. Wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mir jetzt bitte in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.